Hallöchen, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du dieses Video eingeschaltet hast. Und heute zeige ich dir ein Rezept für einen grünen Saft bzw. grünen Smoothie. Also all die Zutaten, die ich jetzt habe, kannst du auch für einen grünen Smoothie benutzen. Du musst dann allerdings einen halben Liter Wasser zuführen. Ich mache mir jetzt einen grünen Saft und zeige dir als erstes mal, welche Zutaten ich da verwende. Dann siehst du jetzt hier, was da so alles reinkommt. Ich habe hier im Wald gerade ganz viel Grünzeug gesammelt. Da zeige ich dir gleich noch, was ich da so habe. 3 Orangen, 1 Zitrone, ein bisschen Staudensellerie. Du siehst, hier sind auch schon noch ein bisschen grüne Blätter dran. Und eine Gurke. Das schneide ich dann klein alles, so dass es in den Entsafter reinpasst. So, dann zeige ich dir mal, was ich jetzt hier so für verschiedenes Grün habe. Zuerst hier zum Beispiel der Frauenmantel. Habe ich auch gerade ein Video drüber gemacht. Kannst du mal gucken, das verlinke ich mal. Schöne große grüne Blätter. Hier ist so Erdbeerblätter. Dann habe ich Holunderblüten, die jetzt gerade reif sind. Hier ist Breitwegerich. Und ein bisschen Kirsch. Ah ja, Brennnessel. Und hier an den Brennnesseln siehst du die Samen. Das sind so total gute Energiegeber. Ja, ich werde die noch vom Stängel abmachen, weil das ist ganz schön hart sonst. Gucken, was ich hier noch habe. Ein bisschen Wiese. Genau, hier ist noch von der Wiese Klee. Ja, diese Blätter, diese 3-blättrigen, die es auch als 4-blättrig gibt. Was habe ich noch? Ich glaube, das war so die Mischung. Ich nehme immer alles Mögliche, was ich da so finde. Und das ist jetzt eine ganz große Menge und es wird insgesamt circa mit all den anderen Zutaten circa 1 Liter. Genau. Ja. Hier sind noch, sehe ich gerade, ein paar Blüten von Frauenmantel und ich habe auch Kleeblüten dabei. Genau, die mache ich auch immer noch rein. Ah, hier habe ich noch was entdeckt. Und zwar Schafgarbe. Die haben so weiße Blüten, sind ziemlich bitter, deswegen habe ich da nicht so viel. Genau, dann habe ich auch noch mal irgendwo, nicht so viel, weil das sehr bitter ist, aber Löwenzahnblätter. Aber die finde ich gerade nicht, aber die sind da auch noch mit dran. Löwenzahnblätter, die ich jetzt gerade nicht finde. Ja, gut. Dann werde ich jetzt mal das Ganze Gemüse und so klein schneiden. So sieht das dann aus, wenn alles geschnippelt ist. Orangen, Zitrone, Staudensellerie und die Gurken. Wenn du jetzt eher ein Anfänger bist mit einer Anfängerin mit grünen Säften, dann empfehle ich dir mehr Obst zu nehmen. Zum Beispiel kannst du auch noch Äpfel dazu packen oder mehr Orangen oder mehr Gurke, das macht es dann auch milder. Und was ich noch sagen wollte, wenn du jetzt nicht so die Chance wie ich hast, grüne Wildkräuter zu sammeln, dann kannst du natürlich auch Spinat zum Beispiel nehmen oder Grünkohl. Grünkohl wird dann so ein bisschen scharf, aber alles, was du grün findest im Supermarkt, im Bioladen, auch Salate und so kannst du halt verwenden. Ich habe jetzt letztens mal Rucola genommen, das wird dann auch ein bisschen schärfer und das kannst du dann alles entsaften. Und was ich noch sagen wollte, was wichtig ist beim Entsaften gleich, damit der Entsafter das Grün auch gut schafft. Es ist gut im Wechsel immer Orangen und Grün oder Gurken und Grün, also immer im Wechsel das zu machen, weil das dann irgendwie leichter zu schaffen ist. Genau, und jetzt lege ich einfach mal los. Thank you.
wie ich gesagt habe, das wird ungefähr ein Liter. Manche Menschen geben das dann noch durch einen Nussbeutel oder ein Sieb. Ich mache das nicht, aber wenn du es feiner haben möchtest, dann kannst du das noch tun. Und ich lasse mir den jetzt schmecken und wünsche dir alles, alles Liebe. Freue mich, wenn du beim nächsten Video wieder einschaltest. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann abonniere doch den Kanal und teile gerne das Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.